Ja, Freunde, ihr habt euch bestimmt schon immer gefragt, was diese Artefakte eigentlich sind oder welches alles gibt, wie man die bekommt oder auch dergleichen. Und darum geht's hier. Bevor man einen Artefakt sein eigen nennen kann, muss man erstmal Ebene 5 erreichen. Das Besondere an der Karte bei der Feuermap ist, dass hier quasi ein Champion zu finden ist, oder gesagt ein Held, den man nur freischalten kann, indem man von dem Landepot die Brennstoffzelle mitnimmt, heilt und dort ihm einverleibt. Das Besondere an dieser Brennstoffzelle ist, sie explodiert bei Schaden. Der beste Weg, um zum Portal zu gelangen, ist es mit zwei Federn, wie im Video zu sehen, an der Position runterzuspringen und sich einfach fallen zu lassen. Es hätte wahrscheinlich auch schon eine Feder genug, aber egal. Um den Teleporter zu aktivieren, muss man einen Code eingeben. Dieser kann mit einer Kugel, mit einer Pyramide, mit einem Prisma oder mit einem Würfel bewerkstelligt werden. Falls ihr euch fragt, wie man Codes finden kann, könnt ihr es altmodisch machen und einfach durch die Welt laufen und solche finden, oder ihr guckt einfach in der Videobeschreibung. Ein sehr praktisches Artefakt ist das Artefakt of Command. Damit lassen sich die Items aussuchen, je nachdem welcher Seltenheitsgrad das Item hat. Beispielsweise ist es ein roter Seltenheitsgrad, lassen sich alle roten Items wählen, die man bisher freigeschaltet hat. Ist man im Bollwerk angekommen, muss man eine Schärpe abgeben, um das Bollwerk zu besiegen. Das Bollwerk nimmt nur Schaden, indem man quasi diese goldenen Schärpen, die man nur durch Töten der Monster bekommt, abgibt und so Schaden am Bollwerk verrichtet. Das Bollwerk erzeugt selber Schaden in Form von kleinen Plasmakugeln, die auf einem zukommen. Die erzeugen Schaden auf einem. Sobald ihr den letzten Artefaktschlüssel im Kern des Bollwerks abgegeben habt, wird dessen Schild neutralisiert und ihr könnt das Artefakt in der Mitte aufnehmen. Sollte es zu dem Fall kommen, dass euer Computer abstürzt oder ihr einen Connection Loss bekommt, bekommt ihr das Artefakt leider nicht. Erst sobald ihr es aufgenommen habt, habt ihr das Artefakt richtig und auch im nächsten Run solltet ihr es aktivieren.